Herzlich willkommen zu einem neuen Video von Watchpoint. Gestern hat mich die neue Steel Dive 1970 aus UK erreicht. Super schnell, gekauft bei eBay. Preis mit drei Armbändern ungefähr bei 130 Euro. Die Steel Dive 1970 ist eine chinesische Uhr. Steel Dive ist mittlerweile relativ bekannt. Machen sehr gute Taucheruhren mit sehr guter Qualität. Und es ist einfach mal so, wenn man eine schöne Uhr haben will, die, ich sag jetzt einfach mal, Seiko oder Citizen mithalten kann, und nicht ganz so viel Budget hat für eine schöne Uhr, dann kann man da getrost bei einer Steel Dive zuschlagen. Die Uhren sind wirklich sehr, sehr hochwertig, qualitativ, absolut top verarbeitet, sehr gutes Innenleben, sprich das Kaliber ist bei der Uhr ein Seiko NH35, Hacking und Hintwinding, hat ungefähr 41 Stunden Gangreserve, läuft wirklich sehr, sehr genau. Und die Uhr ist tatsächlich hier, die Steel Dive, wirklich richtig, richtig schön. Ich zeige euch erstmal, wie die Uhr verarbeitet ist. Ich hoffe, man kann es erkennen. Die ist wirklich sehr qualitativ, sehr hochwertig verarbeitet. Ich habe sogar noch den Aufkleber auf der Krone, die natürlich verschraubt ist. Ich finde dieses Logo super lustig von Steel Dive. Das sagt mir irgendwie gar nichts. Das könnte auch irgendwie so ein Ninja Turtle sein oder was auch immer. Aber ihr seht schon, man müsste es sogar erkennen können. Saphirglas. Sehr gut verarbeitet. Auch die Schließe, eine Sicherheitsfallschließe. Sieht sehr, sehr hochwertig aus und tut genau das, was sie soll. Sie schließt absolut sicher und man hört es auch schon am Klicken. Da bewegt sich gar nichts. Wie ich finde, eine wunderschöne Uhr. Läuft sehr rund. Ich habe die gestern, nachdem ich sie bekommen habe, eingestellt, auch nicht weiter aufgezogen, dann ein bisschen getragen. Die läuft mittlerweile seit knapp 24 Stunden jetzt auch durch. Absolut ganz genau, die Uhrzeit ist tatsächlich passend. Das Stahlarmband sehr, sehr schön, muss man wirklich sagen. Es ist natürlich nicht so zu vergleichen mit einem Stahlarmband von Seiko oder noch höherwertigen Modellen. Es ist ein bisschen scharfkantiger, das muss man klipp und klar sagen. Ich habe es gestern Abend noch gekürzt, war auch sehr einfach, standardmäßig. Es sind auch die Pfeile eingezeichnet. Das heißt, man weiß genau, wo man die Stifte raushauen kann. Es ist Spiegel da, aber wenig. Insgesamt tatsächlich sehr hochwertig das Ganze. Ist das Besondere an diesem Modell? Natürlich, das ist die 1970, das ist die Hommage an die ganz, ganz, ganz berühmte Apokalypse Now Uhr von Seiko, die 6105, 8110 Captain Villa. Das ist quasi ein, ja, ich würde schon sagen, eine Replika von der Uhr, von der bekannten Seiko, die ja mittlerweile auch für ungefähr 3000 Euro gehandelt wird, die alte Originale aus der Zeit, aus dem Film. Man sieht es an der Form, die Form ist wirklich
super. Absolut, absolut schön und sieht wirklich fast identisch aus. Was mich nicht so überzeugt in der Werbung von Steel Dive, wird immer sehr darauf eingegangen, dass das ein super Lumi ist. Das ist Swiss Luminova C3 mit BGW9. Aber es ist nicht so hell, wie ich gedacht habe. Bei einer Seiko oder bei einer Citizen ist das viel, viel heller und leuchtet auch länger nach. Das Gehäuse besteht aus 316L Stainless Steel. Die Uhr ist wirklich wohl 200 Meter wasserdicht, also auch wirklich zum Tauchen geeignet. Im Vergleich zeige ich euch mal eine schöne Seiko dazu. Das ist auch ein altes Modell. Ist die 6009, glaube ich, jetzt gerade. Ich habe mehrere Seikos natürlich. Habe mir die nur jetzt gerade rausgeholt, damit man mal so ein bisschen was erkennen kann. Ist von der Größe relativ ähnlich, aber natürlich ganz charakteristisch jetzt auch für die Steel Dive. Das ist die Form der 6105, der Captain Billard aus dem Film. Da sieht man an der Seite, wo die Krone eingeschraubt ist. Hier erkennt man es leicht. Und bei der Uhr sieht man es natürlich ganz, ganz genau. Das ist genau die Form und die Gehäuseform von der Uhr von damals. Gekommen ist die Uhr in einer schönen Box. Die finde ich ja immer ganz klasse. Kann man auch mit auf Reisen nehmen. Dabei war ein Steel Dive Zertifikat nicht ausgefüllt. Dann gab es dazu drei Armbänder, die waren halt im Paket mit dabei, inklusive Uhrenarmbandwerkzeug. Das ist das Originale von Steel Dive. Was dann dabei war, hat auch oben eingefräst die Beschriftung Steel Dive. Dann haben wir nochmal ein Seiko-ähnliches, das ist, glaube ich, das Z22 von Seiko. Und dann noch ein Cheese-Band. Das sind diese großen ausgeschnittenen Rechtecke. Die sind allesamt sehr hochwertig. Ich kann das mal rausholen. Waren jetzt halt mit bei dem Angebot von eBay dabei. Und ja. Der erste Eindruck von der Uhr ist super. Und ich werde das nochmal testen, wenn ich tatsächlich mal mit dieser Uhr tauchen war. Nur zu Corona-Zeiten, wisst ihr selber, wird es ein bisschen schwierig, jetzt irgendwo hinzukommen. Aber ich werde die definitiv mal zum nächsten Tauchurlaub mitnehmen und dort auch mal wirklich unter Wasser testen und euch dann auch weiter berichten zu der Uhr. Man kann nur eins am Ende sagen als Fazit: Es gibt bestimmte chinesische Uhren, da kann man drauf schimpfen, man kann auf die Chinesen alles sagen. Aber ein paar Marken wie zum Beispiel Heimdallar, Steel Dive, es gibt ja noch mehrere gute Marken, San Martin und wie sie alle heißen, die sind qualitativ wirklich gut. Man kann da echt nicht meckern. Für das, was in den Uhren eingebaut ist und wie die Uhren verarbeitet sind, zahlt man in der Regel bei einem renommierten Hersteller mindestens das Fünffache. Na, sagen wir das Dreifache, aber geht bis zum Fünffachen hoch. Die Uhren sind wirklich qualitativ super. Soll jetzt auch kein Verkaufsvideo werden. Ich wollte es euch einfach mal zeigen. Aber es lohnt sich mal 120, 130 Euro vielleicht zu investieren. Und dann hat man wirklich eine tolle Uhr. Dankeschön und bis zum nächsten Mal. Euer Watchpoint-Team.